Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rusty, Rusty, Rust. Ja Leute, diese Folge ist aus dem Stream herausgeschnitten oder zusammengeschnitten, je nachdem. Wer gerne mal live dabei sein möchte, schaut einfach mal auf twitch.tv/targos-13 rein oder auch hier auf dem YouTube-Kanal bin ich auch ab und wann live mit Rusty, Rusty, Rust. Das Ganze findet auf unserem eigenen Community-Server statt, weil da immer öfter mal Fragen kommen. Sucht einfach unter Server nach Targos, ansonsten schaut in die Videobeschreibung oder kommt auf dem Discord. Da findet ihr auch alle Infos dazu. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Jetzt drauf gehe. Ich habe das schon erledigt. Was der kann, das reicht mir. Wo ich nicht hingehe. Die können das ja. Sie sind immer nur diese Fernkampfsachen. Das ist halt dumm. Ja, durch die Wand halt. Das ist halt. Jeder hat in keinem Verhältnis, Alter. Das ist das Problem. Aber gut, das kann man ja ausstellen. Wie gesagt, das ist ja Learning by Doing. Ich hab die halt alle auch nur im Nahkampf gefightet, die ich eingestellt habe. So, ist die schon voll, ne? Alter. Das ist halt echt affig. Ich kann nur mehr singen. Problem ist, er heilt sich ja auch hoch, die Sau. Okay, er ist es aber auf jeden Fall. Ja, sonst müssen wir mal gucken, sonst müssen wir den ganzen Bossen halt die Mollys wegnehmen, oder was? Weil ich hab bei dem anderen auch das Problem, dass er den durchs Haus geworfen hat. Wo ist er jetzt? Ist kein Schalter. Junge, ist das nervig. Geht mir doch nicht das Feuer, ey. Meine Fresse, Alter. Das werden wir auf jeden Fall ausstellen. Das ist albern, Alter. Ist ja okay, wenn er mit seiner Feuermuni da schießt, ist ja alles gut. Aber kann ja nicht sein, wenn du hier einfach langläufst, dass hier alles unter Feuer steht. Wie hat sich da in Ruhe wieder hochhält, Alter. Ich sehe, so wenigstens mal selber fragen würde damit. Ja, das ist mir nicht klar, Alter. Eieieiei. Ja, na klar.
alles auf Null. Weil die Sicherung ist mit Sicherheit auch durch. Deswegen ist der Tor nämlich zu. Der heilt sich wieder hoch jetzt. Wild, wild. Was sagt die Muni? Muni sagt reicht. Ah, ich hätte Spritzen mitnehmen sollen. Na ja, gut, müssen wir jetzt ein Quickie machen. Rein direkt umnieten. Ja, tu es automatisch auf. Okay. Alter Betty, was eine Geburt, ey. Ja, mach das Tor ruhig zu, ne? Schon harter Hund, ey. Ich meine, man kann das mit dem Feuer ja drin lassen, aber da muss da ein höherer Cooldown drauf. Also dass er das gefühlt alle 30 Sekunden macht, ist halt... Weiß ich aber halt nicht, ob man das einstellen kann. Dit. Storage im Camper, Alter.
Ich wollte gerade schreiben mit dem Leaf. Ja, alles gut. Sonst kann er sich eigentlich auch töten, das müsste eigentlich auch gehen. Ah, da war ich mir jetzt nicht sicher, deswegen. Mit Leaf hatte ich halt selber schon versucht. Eieieiei. Das war der leichte Boss. Ich komme gerade, also gleich bei dir vorbei. Soll ich irgendwas mitnehmen? Ich habe noch ein paar Spritzen eingepackt, 16 Stück. Gerne was mitnehmen. Hab auch noch mal Wasser mitgebracht. Vielleicht kommt ja noch irgendwie, was weiß ich, so ein Feuerwehrtyp oder sonst irgendwas. Ich weiß aber noch gar nicht, wie ich den anderen angehen soll. Das hört sich ja gut an. Wir werden ihn versuchen, ja. Wenn wir schon hier sind. Ich wollte gerade sagen, Bosse einfügen und die da nicht machen, wa? Frech. Natürlich ist Respawn, wer hätte es nur gedacht. Die mit ihren schräg gelaufen, ey. Ja, das ist auch totaler. Ja. Komm ich denn jetzt am besten zu dir? Ja, ich bin genau auf der Seite, wo du bist. Kommen wir jetzt über die Brücke. Schwein töten. Stand hier draußen nicht auch immer einer? Ich komme mal Vollgas durchgeritten. Na gut, das ist kein Vollgas Pfeife. Hallo. Ja, warte, ob ich das so meine. Ja, alles gut, was soll ich mit 20.000 Kanistern, ey? Wenn du sie nicht brauchst, dann droppst du sie weg, aber du hast sie halt schon mal. So, das war's, ne? Nimm mal die blaue Karte und die grüne noch mit. Das Ding und die beiden Hosen. Jetzt guck du bitte erstmal, bevor ich rausgehe, ob da einer steht. Überall welche. Ja, let's go. Gut, du, du, mal.
Das ist die, die unten hier, ne? So. Das brauche ich, das brauche ich. Sonst habe ich, glaube ich, alles, ne? Warte. Ach, du kleine Flöze, ey. Boah, weiß, wenn ich das wollen würde, dann würde ich gegen Krebse kämpfen. Die laufen auch so krumm und buckelig umher. Oh, ja, 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 ja. Immer ein paar Nades mit. Na gut, ich mach mich auf den Weg. Ja, ist ja schon fast die Werkbank zusammen. Ja, lass mich doch mal eben. Ich bin im Schalli geschossen, oder was? Alter, das habe ich keine Sicherung, ey. Deck meine Füße, ey. Wild. Naja, kann ich wenigstens immer das halbautomatische Gewehr tauschen. Obwohl, das ist das Einer, ne? Ne, dann behalte ich das besser. No, es ist noch niemals das Einer, ey. Hier ist was los. GG Agostino. Na klar, lebt er noch, Alter. Junge, ey, leck mein Arsch, ey. Haben wir es jetzt? Ja, da oben, die sind auch noch gespawnt natürlich, aber die sollten uns jetzt erstmal nicht auf den Bummel gehen. Da ist noch einer. Oh, ein großes Magazin, ey.
So, grüne brauche ich glaube ich nicht, ne? Ja, bevor die mir gleich ins Gesicht schießen, wenn ich hochkomme, das bringt mir dann auch nichts. Eben hier eliminieren die Jungs. Und jetzt muss ich mich beeilen, bevor der Idiot danach spawnt, Alter, und sein Feuer hier durchspammt. Sollen die Stromsachen jetzt eigentlich aufheben oder lernen sie den Baum dann durch? Oh, ist doch eigentlich nicht. Alles klar. Das schon angefangen zu lernen. Weiß nicht, ob ich da unten eine brauche. Eigentlich nicht, aber. Oder war der Eingang auch schon rot eigentlich? So, jetzt wird's wild. Er hat schon eingenebelt da drin, Alter.
So, ich muss das jetzt mal eben irgendwo safen und dann Attacke. Ich hoffe, das Ding ist so lange auf, ey. Dann wird's wild. Schwach Spiel, ey. Eine blaue Karte für das ganze Ding hier. Dreimal rein und raus eins. Ja, ich hatte eine Sicherung. Ja, gut. Ja. Normaler NPC ist da. Alarm! Natürlich kommen die nicht raus da aus ihrem Raum, ne? Einen hatten wir aber. Ich hatte halt gedacht, ich könnte da irgendwie eine Nade werfen, aber ich kriege hier keinen Winkel, ne? Alter. Viele sind da drinne. Das ist der Boss. Der ist von mir, der Rest ist eigentlich nicht von mir. Ach, der ruft Guards, ne? Genau, der ruft Guards, Alter. Eieiei.
Das heißt, ich muss eigentlich den Boss damagen. Weil der lässt sich immer wieder nachspawnen. Wäre jetzt schön, wenn der mal rauskommen würde da. Ich glaube nicht, dass die rauskommen. Einfach mal fragen, ob du mal eben vorbei darfst. Der spawnt immer wieder 3 Stück. Ja, I don't know, Alter. Sind sie despawned? Da brauche ich schon irgendwie. Granatwerfer. Oder wir müssen den mal hier spawnen lassen, den Boss, dass der nicht die ganze Zeit in dem Raum schimmelt, dass man demnächst ein bisschen fighten kann. Da ist er schon wieder gespawnt, Alter. Ich komme ja gar nicht dazu, hier irgendwas machen zu können. Meinst du, zu versuchen, auf die andere Seite von der Tür zu kommen, geht irgendwie? Und dann? Dass du halt einen Winkel kriegst Richtung Fensterscheibe, wo er gerade die ganze Zeit stand. Ich meine nicht, dass du dann da stirbst oder so. Wobei ich sage, dass die Guards immer wieder nachspawnen. Ich halt auch null sehe, wenn das da mit dem Rauch ist. Ja, deswegen dachte ich halt, wenn du auf die andere Seite kommst, kriegst du vielleicht irgendwie einen Winkel auf den Boss. Dass du den wegmachen kannst, weil die 3 Guards wegmachen macht keinen Sinn. Das ist Money Waste. Ja, wir müssen den auf jeden Fall aus dem Raum rausnehmen. Der muss irgendwo hier hin, dass er hier rumläuft mit seinen 3 Guards. Kannst du den ja wenigstens fighten, aber so kannst du ja gar nichts machen. Natürlich 200 Nades werfen lassen, vielleicht fragt er sich selber. Ja, wenn er keine Rauchgranaten machen würde, dann würde ich ja sagen, ich pushe mal um die Ecke. Ja, die Frage ist, mit Nachtsichtgerät, wie wäre das gewesen? Ah, könnte ich ausprobieren. Aber jetzt ist auch wieder die Sicherung durch und keine blaue Karte mehr. Ja. Wow. Oh, jetzt muss ich wieder warten. Jetzt halt die Sau sich wieder hoch. Richtig was für Geduldsmenschen wie mich. Ja, wenn ich Nacht wäre, könnte ich auch mal versuchen, ein paar Nades da reinzuballern, aber ich sehe halt null. Weil das Waffenlicht aus ist. Auf jeden Fall 2 Guards down. Schon ein bisschen Rishala-mäßig hier, ne? Ein wenig. Schon ein bisschen Tarkov-Vibe hier.
Ein bisschen schade, dass sie da nur im Raum schimmeln. Alter. Ja, Nachtsichtgerät wäre eine Idee. Ich weiß nicht, ob man da was sieht durch Rauch. Wenn ja, dann würde ich sagen, geht. Auch in dem Raum drinne. Ja, aber ja, die spawn instant, wenn der die nachspawnt. Ja, die spawn instant, ne? Dann bringt das doch nichts, die zu killen. Ich habe ja jetzt gerade zwei Daumen gehabt, die sind ja schon wieder da. Haben mir gerade schon wieder in die Fresse geschossen. Ja, zumal du da wie so ein Dober Punkte farmen kannst, ey. Was möchte, was ist das Problem? Siehst du, sag ich doch. Nee, so spielen wir aber nicht. Ja, der spawnt die Instant nach. Ich muss halt den scheiß Boss kriegen. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Weil der steht halt immer, der schickt natürlich seine Dudes vor, Alter. Muss gucken. Das Einzige wäre echt Nades reinballern. 5, 6 Nades. Hoffen, dass sie gut fliegen, die hochgehen lassen und dann hinterher pushen. Das wäre der Plan. Müssten wir da so. Stehen alle da jetzt, oder was? Sie wollen mich auch verarschen, oder? Ja, supi, spring nicht mal so. Alter, so lächerlich. Sollte halt die linke Maustaste nehmen, nicht die rechte. Aber das könnte gehen, ne? Wie guten Hunger, macht dir mal was Schönes zu essen. Ich warte mal, bis der Nebel verzogen ist, dann hole ich da mal Nades rein. Und hoffe, dass die Nades irgendwas hätten, was da drin rumläuft. Junge, seid ihr nervig, ey. Leckt meine Füße, ey.
Wahrscheinlich kommt jetzt gleich noch das Feuer angeschmissen hier. Alter, ich komme noch nicht mal dazu hier. Ja, das ist halt banal, dass sie nur in den Raum schimmeln, da nicht rauskommen. Essen läuft? Das so gut ist, Raffi, wenn das läuft? Entweder ist es sehr frisch oder sehr alt. Bringt doch nichts, wenn ich rumkomme, ne? Nö, nee, was soll das bringen? Ja, sein kann zu zweit irgendwie, aber da kriegst du ja noch weniger irgendwie. I don't know. Ja, der Winkel ist halt für die Purpose, ja. Gehittet. Was jetzt? Na, da war die Tür auf, ey. Der hätte ich nichts werfen können. Verkehrte Taste. Nein, der Boss ist down, ich bin auch down, Alter. Leck mein Arsch. Naja gut, wir stehen zu 100% auf, also alles ist gut. Der war down, oder? Also war noch die 3 Yards, glaube ich. Eieieiei. Alter. Ah, wild. Wild, wild, wild. Mal meine SMG haben, alle. Dann werde ich auch nicht schneller. Okay, er ist nicht down, Alter.
Warum habe ich denn 100% Recover-Chance? Weil du so ein Medikit unten in der Leiste hast vielleicht. Oder ist das gelevelt durchs Herstellen oder so? Nee, hab ich nicht. Fuck it, ey. Ich dachte vorhin, der wäre echt down gewesen, ey. Junge, Junge. Naja, gut. Das war's auf jeden Fall. Ohne Licht, ohne Waffen. Weapon. Die liegen halt irgendwo da. So, was verlieren wir denn? Ja, ein bisschen Muni verlieren wir das alles. Satchels habe ich zwei hier, das wurscht. Türen haben wir auch hier. Scripted, ja. Ich sollte wenigstens mal irgendeine Waffe hier irgendwo sehen, die ich aufheben kann. Ne? Warum jetzt? Ich wollte gerade sagen, endlich sind alle drei Guards down auf einmal oder was? Eieiei. Wild. Ja, krasser Typ. Wie viel HP hat der? Alle, ne? Ja, das große Problem ist einfach, einmal, dass man nichts sieht, das könnten wir mit dem Nachtsichtgerät noch ausprobieren. Ja, das ist natürlich schon wieder Bot-Alarm on the floor. Ja. Also mit Nades ist, glaube ich, das Einzige, was geht. Wenn du da zwei, drei Nades reinkriegst, dass die Guards down sind, du hinterher pushen kannst. Vielleicht mit zwei SMGs oder AK oder so. Dann geht vielleicht was. Eventuell würden auch Mollys gehen, oder? Ja, und auch gehen. Ja, und halt viel später im Endgame Raketenwerfer. Ja, ja, lass mich mal eben zu gucken, wo ihr seid, ihr Pissgesichter, Alter. Ja, ich will von allen Seiten. Ja, klar, der Feuerdude ist auch wieder da. Okay, ich verpiss mich hier, Alter. Ist mir zu doof. Naja, ist klar. Filtriert alles, ey. Alter. Also, das ist lächerlich mit dem Feuer. Das werde ich definitiv ausstellen. Das ist absolut lächerlich. Ich meine, es wäre ja okay, wenn man in dem Raum wäre, wo er ist. Alles gut, dann kann er ja gerne Feuer machen. Oh, ich habe keine Muni. War doch nicht hier, wenn ich Kilometer entfernt bin, Alter. Komme ich dann immer zurück, könnte noch immer zum Camper gehen. Aber dafür spielen wir es ja, um es auszuprobieren, wa? Ist natürlich schade, im Raum wären natürlich noch Elite-Kisten gewesen. Ah, hier schon wieder Feuer. Wild, wild, wild.
Naja, soll man nochmal sagen, dann gibt keine Herausforderungen hier, wa? Ach, herrlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten, wenn ihr Lob, Kritik, Anregungen habt, haut es gerne in die Kommentarbox. Und ja, wenn ihr nichts von Rusty Rust verpassen wollt hier auf dem Kanal, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr auch nichts mehr. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi.